Tja. Ja, liebe meine Freunde und herzlich willkommen zu meinen Spielnachrichten. Und zwar fangen wir ganz einfach erstmal an mit der nächsten Veranstaltung, und zwar den nächsten Livestream am Sonntag, den 18.05. 20 Uhr Livestream auf meinem Twitch-Kanal, John Myers LP. Es wird gespielt, Feuerwehr 2014, die Simulation, und als Interviewpartner habe ich André Birke, den Chef von der Firma Viz Games. Ja, dann, wie viele vielleicht schon mitbekommen haben, machen wir das mal weg. Wie viele schon mitbekommen haben, es ist so, dass ich Skins-Vorstellungen mache für das Team von ETS 2 Skins. Also wer es noch nicht gesehen hat, kann sich dann einfach die Videos anschauen. Hier habe ich zum Beispiel eins gemacht, das habe ich gemacht, das hier von dem BM-LKW und so weiter und so fort. Also einfach angucken. Dann geht es gleich weiter. Also ich ziehe das jetzt ganz schnell durch hier. Simo-Welt. Und zwar, wer vorbestellt, oder nein, am 21. kommt ja das, die Feuerwehr, die Simulation raus. Und 15% Rabatt gibt es vom 21. bis zum 28. Mai für nur 16,99 bei uns downloaden. Also kann man es hier bei simowelt.de für 16,99 kaufen. Ist ein super Game, schaut euch die Videos bei mir an und dann seht ihr das, was haben wir als nächstes. Mein YouTube-Kanal, das brauchen wir nicht. Spielt was, genau, ganz wichtig, Quastin und mein Kanal. Quastin hat ein kleines technisches Problem mit dem Rechner, deswegen wird wahrscheinlich erst nächste Woche am Dienstag wieder das nächste Video von unserem Landwirtschaftssimulator kommen. Tut uns leid, irgendwie ist irgendwo gerade momentan der Hund drin. Gestern hatte ich das Problem mit meinem Video, genau, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Ich hatte gestern ein Video hochgeladen. Oder gemacht. Ich habe nicht mitbekommen, dass eine Einstellung spinnt. Ich war so im Stress, ich habe das gar nicht angeschaut, ich habe es nur gerendert und hochgeladen. Und heute dann beim Anschauen gemerkt, dass der Ton verdammt scheiße ist. Also, alle, die was Let's Play Feuerwehr 2014 anschauen, den sechsten Teil. Es tut mir leid, aber ab Zukunft funktioniert es dann wieder. Genau, so, das waren die kurzen Infos. Was haben wir sonst noch? Eigentlich nichts, gut spielt was, wisst ihr Bescheid. Ab Dienstag kommt da wieder was. Feuerwehr, ganz wichtig. Sonntag ist André Birke von der Entwicklerfirma da, von Biscapes, im Interview auf John Myers LP Twitch-Kanal. Dann spielen wir die Feuerwehr 2014, die Simulation. Und dann könnt ihr dort eure Fragen stellen. Ja, das war's auch schon. Ja, genau. Und dann die Jungs von ETS 2 Skin. Zu jedem Video mache ich natürlich auch die Modhoster-Ding dazu. Ich mache mal gleich mal auf, dass ihr das seht. Die sind natürlich bei Modhoster dann alle zu haben. Komm, lad ein bisschen schneller. Genau, und hier habt ihr dann unter jedem Mod eine Kontaktadresse, eine E-Mail-Adresse, wo ihr die zwei Jungs erreicht. Die suchen noch Modder. Nicht Modder, Skinner. Und wenn ihr es kennen könnt, dann zeigt es denen und dann meldet euch bei den Jungs und ich stelle dann die Videos natürlich vor. Oder die Skins in den Videos vor, mit Name und so weiter und so fort. Genau, so wie bisher. Gut, das war's dann auch schon und nicht vergessen, spielt was, geht weiter, aber erst am Dienstag. Bis dann, tschüss, ins Wochenende.